Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf dem Rekordtief von 0%. Beobachter glauben dennoch, dass bald ein Kurswechsel der Notenbank bevorstehen könnte. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Also doch, die EZB stößt die Tür zur Zinswende einen Spalt breit auf. Wann und in welchem Umfang erste Zinserhöhungen erfolgen könnten, ist jedoch offen. Das Wachstum im Euroraum sei weiterhin relativ schwach, zudem existiere kein Lohndruck, erklärte EZB-Chefin Lagarde. Daher werden die Anleihekäufe, die unter anderem Kredite für Unternehmen verbilligen, fortgesetzt. Die Aussage, dass es dieses Jahr keine Zinserhöhung geben werde, wiederholte Lagarde jedoch nicht. Im März würden neue Inflations- und Konjunkturprognosen veröffentlicht, dann werde der Fahrplan eventuell verändert. In den USA treibt die Notenbank die Zinswende mit Volldampf voran. Wegen der höheren US-Zinsen ziehen Anleger ihr Geld aus dem Euroraum ab und investieren es lieber in den Dollar. Dies macht einen Kurswechsel der EZB nahezu unausweichlich.